Wow, Alice Effect. Komm mit ins Wunderland. So, oh, wow. Sind wir jetzt in Irland? Wow. What the... Alter. Oh, Wahnsinn. Okay, wir sind jetzt tatsächlich irgendwo in Irland. Vielleicht in Reykjavik. Wo sind die Kartoffeln? Ein Dreikäsehoch, der mir nichts, dir nichts, den Hut stiebitzt. Verkehrte Welt, das kann nicht sein. Ich bin Emmett Milano plus O'Donnell. Mehrfach ausgezeichnet wegen herausragender Forschungsergebnisse in Kleptologie. Von mir klaut niemand. Sehe ich anders. Wo ist Moby Dick? So. Einmal die Nummer 40b, übergroßer grüner Hut. Das wurde aber auch Zeit. So lange Beine und trotzdem so ein Schneckentempo. Achso, bitte. Mal direkt auf. Mein Kleeblatt friert. Sagen Sie mal, wo sind wir denn eigentlich hier? Da klebt mir Flügel an und nimm mich Waldfee. Junge, wir sind im Lande des wallenden Windes, der tollsten Tiefe, des säuselnden Sees und der sanften Melancholie des Mondes. Boah, was für ein nasskaltes Hundswetter. Das habe ich gerade gesagt, du kleiner Kleeblattkapper. Wünsche, Pünsche. Immer wollen alle nur das eine von mir. Da muss man sich ja versteckt halten. Du willst dir doch sicher 5000 leuchtende Laubtaler wünschen. Nein. Ich darf mir was wünschen? Ist ja toll. Das ist die Tradition. Und es geht traditionell nach hinten los. Was war das gerade? Gar nichts. Aber wo soll ich denn so viel Geld hintun? Darum sorgst du dich? Hab dich doch gesehen. Hast Krimskrams gesammelt. Muss tiefe Taschen haben, du Brackwasser-Teetrinker. Und 5000 Laubtaler sind es dir nicht wert, deine Taschen zu leeren? Damit kriegst du 10.000 Tüten Gummidrops, 1000 Comichefte oder 100 Videospiele. Aber eigentlich... Gib mir das Geld her. Ich will die 1000 Spiele. Und ich will die 1000 Comics. Okay, was sagen wir? Wäre ich am allerliebsten jetzt schon ein Meister meines Fachs? Wäre ich gern beliebter bei allen, die mich kennen? Ja. Was nehmen wir denn? Beliebt sind wir ja schon, ne? Wäre ich am allerliebsten jetzt schon ein Meister meines Fachs. Na gut, so sei es denn. Du bist nun ein professioneller, zertifizierter, ganz offiziell ausgezeichneter Klempner. Wie? Aber ich... Meister eines Faches bist du jetzt. Und Klempner sind für ihre Nützlichkeit überall beliebt. Zwei Wünsche verbleiben, du kleinen Kartoffelbauergehilfe. Okay, dann... Wow, jetzt sind wir also... wünsche ich mir, dass ich jetzt schon fertig bin mit meiner Ausbildung? Wünsche ich mir, dass man mich mag? Nee. Das will ich absolut nicht. Wünsche ich mir, dass ich jetzt schon fertig bin mit meiner Ausbildung? Okidoki! Also bisher merke ich nichts. Also doch... Es kitzelt ein klein wenig. Oh, ist das Kitzeln an meiner Nase meine neue Kraft, die ich erlangt habe? Huch, was klebt mir da im Gesicht? Ein Schnurrbart. Ganz wie die großen Erwachsenen, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind. Aber ich wollte doch keinen Schnurrbart haben. Ein Wunsch verbleibt, mieser Mückennährer. Ich wünsche, ich wäre erfolgreich darin, meine Worte zu wählen. Ich wünschte, ich wäre erfolgreicher darin, meine Worte zu wählen. Gesagt, getan! Dein dritter Wunsch! Mamma mia! Oho! Was haben Sie hier mit meiner Stimme gemacht? Bei meinem Bart! Was könnte erfolgreicher sein, als ein schnurrbärtiger Klempner mit italienischem Akzent? Hallo, Mario! Die ganze fürchterliche.
Ich hab dich gewarnt, Bursche. Nimm einen Wunsch nie auf die leichte Schulter, sonst geht er ratzfatz nach hinten los. Per favore, ich tue alles. Ich gebe Ihnen auch den Löffel, das Kobalt und die Nägel zurück. Aber zaubern Sie mich wieder normal. Willst du etwa einen O'Donnell bestechen? Mit seinem Hab und Gut, was du ihm unrechtens entwendet hast? Of course. Verschämter Schlingel. Per favore. In Ordnung. Du mit deiner verdammten Liebenswürdigkeit. Ah, ja. I secured. Ich kann wieder atmen. Vielen Dank, dass Sie alle Wünsche rückgängig gemacht haben. Dass ich alle Wünsche rückgängig mache, habe ich nicht gesagt. Du bist besser dran, wenn du Klempner bleibst, Junge. Lieber eine Handvoll Fähigkeiten als ein Sack voll Gold. Jetzt hattest du deine drei Wünsche. Lass mich endlich in Ruhe. Halt, warte! Huch, wo ist der jetzt schon wieder hin? No. Dieser kleine miese Schlingel, er ist einfach gegangen. Erinnert an einen gigantischen Mehrzweckschraubenschlüssel. Zum Festschrauben von Schraubmuttern an Abflussrohren. Nein, wo kam das denn jetzt her? Vielleicht bin ich kein Archäologe, aber dieser Turm sieht echt alt aus. Echt jetzt? Es sieht nach Regen aus. Hast du warme Sachen, deine Regenjacke und einen Schirm eingepackt? Hätte Mama bestimmt gesagt. Naja, ganz so schlecht wäre der rote Pinguin Kratzepulli jetzt doch nicht. Ein was? Ein was? Pinguin Kratzepulli? Ich frag gar nicht erst. Komisch. Wo sind wir hier? Ich bin mir sicher, dass er hier hineingelaufen ist. So, was haben wir denn hier? Hier etwas können wir mit. Alte Flacke. Nimm mit. Diese Flacke riecht nach Hund. Woher weiß ich das? Wir haben doch gar keinen Hund. Hunde, ja, wir riechen Hunde. Ich weiß auch nicht so ganz. Sie riechen. Ja. Angenehm. So, guck mal durchs durch da die Münze. Ist er ja. Hi there. Was hat der gerade? War das gerade möglich? Entschuldigung? Bei St. Patrick. Was denn noch, du gieriges Balg? Eigentlich suche ich nach einem Zauberspruch. Hier wirst du zumindest keine Magie finden. Es hat sich radikal ausgezaubert. Ich kann's nicht mehr. Wieso denn das? Sehen diese vermaledeiten Mundwinkel besonders überzeugend aus? Ohne Regenbogen sitze ich hier fest. Wenn ich schlechte Laune habe, kann ich keine Regenbögen machen. Kein Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Kinkerlitz hier, du Kartoffelnase. Da brauchst du schon etwas Besonderes, um meine Laune wieder hinzubiegen. Etwas ganz Besonderes. Glänzendes. Wie wär's damit? Krächzender Hafen, aber nein! Ich will doch nichts geschenkt haben! Was hat das denn für einen Sinn, wenn man Sachen mir nichts, dir nichts geschenkt bekommt? Ich will es, wenn schon, selbst finden. Das ist meine Trophäe. So leicht gebe ich dir nicht. Ist das dein Ernst? Müssen wir jetzt einen Pokal verstecken? Das ist meine Trophäe. Das ist meine. Das Portal ist fest verschlossen. Aber ich muss mich sowieso noch um den kleinen grünen Mann. Klingt wie in einem Science-Fiction. Das ist meine Trophäe. So leicht gebe ich die nicht wieder her. Okay.
Aber wo stellen wir die denn hin? Hier ist ein Turmfenster. Können wir es vielleicht dort draufstellen? Sonst würde mir jetzt wirklich spontan echt nichts einfallen, wo wir es draufstellen würden. Okay. Ob er wohl gerade herschaut? Was? Was guckst du denn so blöd? Mist. Wenn er mich dabei beobachten kann, wie ich den Pokal platziere, wird das wohl nichts. Er muss das Gefühl haben, ihn zu stehlen. Okay, und wie machen wir das? Hoch, ich glaube, ich habe meinen Pokal verstellt. Ich weiß bloß nicht ganz, wohin. Oh, was erblicken meine müden Augen da? Ist das Silber? Ein klitzekleines Silberbecherchen? Fliegendreck und Hackepeter, das ist ja so stumpf wie ein Teertopf. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Die Trophäe ist nicht glänzend genug. Schmeiß gleich das Mikrofon in den Turm, Alter. Okay, dann nehme ich mir mal wieder mit. Nicht glänzend genug, ich weiß. Hier, wir haben doch hier so eine kleine Flagge, putze sauber. So, einfach ein bisschen polieren. Perfekt. Huch, die Flagge ist beim Polieren zerbröselt. Dann wollen wir mal. Oh, was für schönes Wetter hier draußen. Oh ja, und vor allem die Wolken. Waldmeisterlimonade ist besonders erfrischend aus diesem blank polierten Silberpokal. Ja, ich da. Ich habe ihn mal in dieses Fenster gestellt und schaue nun in die entgegengesetzte Richtung und lasse mich von der grünen Landschaft ablenken. Oh ja, was für eine schöne Landschaft, ne? Oh, guck was dir mal. Was leuchtet denn da? Ein klitzekleines, blitzeblankes Silberkrügchen? Oh, eine Schönheit der grünen Insel würdig. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen. Die Welt ist immer noch schön. Mutter, Emmet kommt heim. Oh, Regenbogen! Oh Gott. Ich muss doch noch einen Zauber lernen. Regenbogen! Kennt das jemand? Oh, komm. Lass uns auf den Regenbogen tänzeln. Oh nein, wieder ist er verschwunden. Aber diesmal für immer. Auf dem Regenbogen kann ich nicht kreisen. Was mache ich denn jetzt? Es liegt Magie in der Luft. Zum Greifen nah. Aber er ist weg und ich habe nicht einmal gesehen, wie er den Regenbogen herbeigezaubert hat. Deine Antwort liegt im Regenbogen selbst. Er wird sich bald wieder auflösen. Beeil dich! Wow, die Farben! Er sieht fast aus, als ob man ihn berühren könnte. Das kannst du, das musst du. Berühre ihn. Pedohase, ey! Yes! Ich feiere das Spiel. Oh, du hast einen Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klicke auf den Zauber Grünwuchs. Auf den Zauberstab. So, ich würde sagen... Ich dachte, sie wäre nur eine optische Illusion. Nein, ist sie nicht. Durch die Kraft des magischen Regenbogens hast du deinen zweiten Zauber gelernt. Mit ihm kannst du es regnen und grün sprießen lassen. No. Wow. Diese Hand wasche ich nie wieder. Kehre zurück zum Portal. Da du den Zauber dieses Ortes erlernt hast, steht dir das Portal wieder offen. Aber beeil dich. Ich beeile mich. Was liegt denn da? Noch so eine Karte. Ob der Grünhut die verloren hat? Nimm mit. Das bin doch ich da drauf. Mit irgendeinem Hund. Seltsam. Aber ich erinnere mich gar nicht daran. Komisch.
Ich würde sagen, ich guck mal schnell, was Outer City sagt. Geht noch. So. Bam. Was ist los? Geh rein. Wiedersehen, regnerische grüne Landschaft. Wiedersehen. Komm, Thumbnail. Komisch, aber ich glaube, ich werde den kleinen Mann mit dem Hut vermissen. Hier ist es immer noch Nacht. Und jetzt? Ui. Was war denn das für ein Geräusch? Vielleicht werden wir es bald erfahren. Doch viel Zeit ist uns nicht gegeben. Der zweite Nagel ist eingeschlagen. Der zweite Nagel? Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Suche nach den magischen Kreaturen, die im Mauswald leben. Es hält sich das Gerücht, dass ein Fuchs bei Nacht durch die Felder von Mauswald streift. Er ist nicht aus dieser Welt. Ein Fuchs? Das klingt gefährlich. Und das ganze Drama spitzt sich zu, langsam aber sicher wird's ja sehr interessant. Was hat es mit den Nägeln auf sich? Jetzt ist mir mein Kopfhörer irgendwie, keine Ahnung. Oh, da ist sie doch schon. Da bist du ja schon. Du bist lustig, kleiner Junge. Oder auch nicht, ich komme klar. Naja. Na gut. Ja, warum tanzt die Kleine denn schon wieder? Weißt du, und dann beschwert sich, oh, meine Füße tun weh. Ja. Yosh! What the hell? What's going on here? Ah ja, stimmt. Und hier muss arbeiten. Doch er tut es nicht. Manchmal braucht man Hilfe von jemandem mit dem Sinn fürs Wesentliche. Wir können den Wildwuchs stoppen. Alles in geregelte Bahnen lenken. Wir bedürfen deiner Hilfe nicht. Uhu. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Verdächtiger Typ. Ich geb dir recht, Jerry. Warte, Ursula! Hey, Leselektüre. Harry Potter und die Kammer der Heuschrecken. Das ist ein historischer Roman. Ja, sehr historisch. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja.
Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet.